So, ich stehe hier in Grünbach vor einer Tür und klopf da mal an. Zimbo steht da auf der Klingel. Herzlich willkommen zur Roomtour. Treten Sie herein. Jungs und Mädels, ihr habt lange drauf gewartet. Hier kommt endlich unsere Roomtour. Wir sind immer noch nicht bei 100% Fertigkeit, so muss man schon sagen. Ne? Wir haben hier noch so ein, zwei Baustellen. Aber ich denke, so eine Roomtour, die wächst ja auch. Ne? Und dass ihr jetzt mal so einen kleinen Überblick bekommt, werden jetzt ein geiler Zusammenschnitt von dem Studio schon kommen. Und dann gehen wir in jeden einzelnen Raum, gucken zusammen, erzählen euch ein bisschen was. Und ab geht der Film. With a flame our hearts would burn. A flame the autumn would smother and leave this heart to yearn forever blue, forever blue. I'm pointing on a shore for the world to see. No one will ever know. Jungs und Mädels, ihr habt schon einen kleinen Zusammenschnitt gesehen. Dieses Studio, wir haben hier sehr, sehr viele Stunden verbracht, sehr, sehr viel alleine geschuftet. Ihr habt die Reihe gefeiert auf Teasy 2, könnt ihr euch gerne nochmal rückwirkend anschauen. Der Cutter kann auch immer mal wieder so, wie die Küche aussah, was wir da geschuftet haben. Beim Gaming-Raum kann er so ein bisschen reinballern. Als erstes hier muss man sich wirklich bedanken und ich hoffe, ich vergesse da jetzt wirklich niemand, an alle Firmen, die uns da unterstützt haben, sonst wäre sowas gar nicht umsetzbar. Muss man schon ehrlicherweise sagen, ganz, ganz dicker Dank geht an die Firma Nabinger raus, die uns hier wirklich den Gaming-Raum so gebaut hat, generell das Studio mit Vorsatzwände, mit allem uns irgendwie weitergeholfen haben, mit dem Schreibtisch, den ihr später sehen werdet. Wir haben den guten Chris von Küchenareal, der uns hier mit der Küche unterstützt hat. Küchenareal, da gibt es Küchen jeder Art, ob Geringverdiener oder reich, der Chris ist... Auf Geringverdiener oder reich? Der Chris ist... Für Chris sind alle gleich. Ja, für Chris sind alle gleich. Ey! Sowas. Also auch hier, König Neurath, Medion, Eraser, Nanoleaf, ja? Es sind so viele Jungs, ne? Die Mods, Daniel Ferrino, der gute Finn von dem Dashboard hier, alles. Ja, da kommen wir noch. Genau, also nimmst uns halt ein bisschen übel, wenn jetzt dann heißt, so, überall Werbung, dies, das, Ananas. Sondern viele interessiert sich auch wahrscheinlich, was für Produkt das ist, wo das herkam, wie wir das geschuftet haben, wie wir das gemacht haben. Deswegen, es ist auch alles verlinkt in der Videobeschreibung. Ne? Viele sind auch verlinkt, wo, wie gesagt, wo wir kein Geld dafür bekommen haben. Aber trotzdem muss man sagen, bombastische Arbeit und teilen wir gerne und zeigen euch das auch gerne. Würde ich euch schon sagen, Simao ist ja auch hinter der Kamera, habt ihr ja schon genau. Gesehen. Lasst mal ein Däumchen nach oben da, Jungs. Richtig. Schreibt uns auch rein. Vielleicht habt ihr noch Anregungen, was kann man auch anders da machen. Wie gesagt, hier drin ist noch einiges zu verbessern, definitiv. Genau. Aber da geht's hier schon los, unser kleiner... Süße Eingangsbereich, wo auch schon Daniel Ferrino kennt man. Gute Sprayer. Nennt man Sprayer? Ja, ne? Ein Verschmierer, ein Schmutzer. Nee, hey, Quatsch. Ein absolut geiler Typ, hat hier bei mir auch schon daheim privat einiges gemacht. Der hat unseren Stromkasten direkt mal wirklich in unsere zwei Vereine schön sauber hingezaubert. Ihr seht auch die Wand da hinten, hat der Daniel auch schon vorbereitet. Geht auch viel Liebe raus. Hier haben wir zum Beispiel gesagt, hier fehlen uns noch ein paar Haken oder ein Ständer, wo wir dann... Ständer fehlt mir nicht so oft, aber der Ständer jetzt für die Klamotten, ne? Dass wir hier ein bisschen was aufhängen können. Muss mir auch sagen, und guckt euch mal an, das hier sind so Plastikkanäle. Jeder Elektriker, der so kennt Plastikkanäle, das sieht aus wie Stein. Also das ist wirklich, das ist ein Künstler. Man muss wirklich sagen, das ist ein Künstler. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, ist Sprayer ist eigentlich zu wenig. Da ja, waren sie wie ein Künstler, weil... Das ist verrückt. Das zaubert er aus der Hand. Und alles mit Spraydosen. Viele denken jetzt vielleicht, die es nicht gesehen haben, okay, ist das... Ne, ne, das ist alles. Schattierung. Es ist alles mit einer Spraydose gezaubert. Also absolut verrückt. Wenn ihr daheim eine Wand habt oder irgendwas haben wollt, der gute Kollege ist, den gibt es bei Insta, wie er es verlinkt, ja. Den könnt ihr schreiben, so, ne, also... Da geht's schon los. Genau. Dann seht ihr hier vielleicht kurz der Sneak Peek. Hier geht's rein ins Herzstück. Hebt mal so mal ein bisschen auf. Hier haben wir einen ganz entspannten Side-by-Side-Kühlschrank. Wir haben diesmal den Traum gehabt und auch gelebt. Wir wollten unbedingt Eiswürfel. Die macht der Mann. Kurz, hast du gesehen? Ja, ja, das ist der Finger. So. Gut, gab es ja auch ein kleines Problem bei dem Kühlschrank. Ja. Man kennt es. Erst bestellt, dann hat er keinen Festwasseranschluss gehabt, wurde dann nochmal getauscht. Das muss man auch sagen. Das war der erste Bruch. Keine Werbung, aber Otto-Versand war echt stark. Ja. Haben wir vom Otto auch ohne Probleme. Die haben das Ding ja aufgebaut, ne, hochgeschleppt, zack, 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 zack.
stand das Ding, ne? Und das ist eigentlich schon so unser Eingangsbereich. Doppelt, hier, oder? Ja, nee, machen wir jetzt gerade aber mal nett hier. Ja. Genau, das wollte ich zeigen, ja. Schön. Genau, Jungs, ne, habt ihr hier so ein kleines Dashboard, könnt ihr Spotify hören, so. Das ist schon ganz geil eigentlich, ne? Genau. Und am Anfang haben auch viele, ich weiß nicht, wie die Perspektive drauf, viele haben gesagt, so mitten im Raum, sage ich euch jetzt ehrlich, im Nachhinein, ihr seht, die Tür geht komplett auf, also das, ne, also hier, ne, gibt keine Probleme. Auch der Durchschluckbereich ist auch entspannt. Und dann würde ich auch schon sagen... Kurze Wege, Getränke. Kurze Wege. Eins möchte ich noch sagen, was auch geil ist bei uns im Büro, wir haben jetzt endlich auch hier so eine Gira-Sprechanlage. Ja. Wenn jemand klingelt, wir sehen sofort, wer da steht und müssen da nicht lang irgendwie rumfummeln. Ja, das ist halt schon gut. Wir können auch ohne Probleme, ich weiß noch, im anderen Studio war es mal so ein Akt. Hier können sie auch einfach, hier gehst du hin, machst jetzt zack, wenn dich irgendwelche Leute nerven, Feierabend. Jetzt habe ich Licht angemacht, aber wollte eigentlich hier hin drücken, ne? Ja. Zack, kann keiner mehr klingeln, aber ich mache mal anfalls. Bestellung kommt. Genau, und dann würde ich schon sagen, wenn wir schon hier sind, gehen wir mal, hüpfen wir mal ab in die Küche. Dein Revierzimmer, zeig. Das ist so mein Herzstück, Jungs, und da sage ich euch ehrlich, folgendes Intro schon erwähnt, Chris vom Küchenareal. Wir haben seinen Sticker, durft ihr ehrenhaft hier hinten auch schön platzieren. Er hat uns eine Küche hier hingezaubert. Das muss man schon sagen, das ist eine Küche, sowas hat man nicht mal zu Hause teilweise, ne? Der hat hier keine Kosten und Mühen irgendwie gescheut. Auch da geht nochmal viel, viel Liebe raus an Bosch, die uns da auch mit unterstützt haben. Chris arbeitet mit Bosch zusammen. Das ist die 8er Serie. Black Series ist eine Serie, die kriegt man auch nur im Küchenhaus, so wie ich das verstanden habe, ne? Es ist alles schwarz, hier ist ein Muldelüfter so. War mir am Anfang, sag ich ehrlich... Ah, guck mal, die Axis Line, es ist die Accent Line. Sag ich ehrlich, waren wir am Anfang skeptisch, wir haben beide daheim Abzug. Aber auch hier mit dieser Muldetechnik so, ich bin echt überrascht, hier riecht nichts, wenn wir hier mit dem Stream köcheln, machen, tun. Brutal schnell, Wasser, der ist wirklich, also der ist wirklich da, ist top. Du kannst die Töpfe, ne, du hast nicht mehr so das Klassische wie früher, so, ne, wo man kennt, zack, 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 sondern du kannst einen Bräter draufknallen, du kannst die Felder zusammenschalten, ne. Und dasselbe dann auch gleich zum Backofen. Aber ich will erst mal ein bisschen den Chris loben, weil er hat es eigentlich bei Insta nur gesehen und hat anhand von Insta und diese kleine Grundrisspläne, die wir haben, hat der Mann gezaubert. Er hat sich die Maße gezogen, war dann natürlich zum Aufmaß hier, aber auch an alles gedacht, auch mit dem Durchgang, auch wenn du reinkommst, ne, du kannst die Einkäufe da drauf. Du kannst hier stellen. Entspannt durch, du ja. Kannst dich mal kurz zum Timau hier erinnern. Du kannst hier entspannt durch, das ist wirklich, ne? Auch hier, ne? Es wurde an alles gedacht, dass du hier direkt, zack, ne? Neben dem Kochen hast du hier deinen Apothekerschrank. Was auch noch krass ist, ne? Dass hier jede Schubladen, haben sogar nochmal so ein abgedunkeltes Glas da mit drin. Selbst ne? Hier vorne, die Front ist ja auch so, so Glas, ne? Das ja. Ist ja wirklich, das ist der Wahnsinn. Ne? Auch mit hier mit so einem Softclose. Ja, was gibt's hier sonst noch zu sagen zur Küche? Also außer, dass der Chris die wirklich perfekt geplant hat und halt auch, finde ich persönlich, dieses Schwarz mit Grau hier sehr gut reinpasst. Absolut Hammer. Ich finde, man muss auch sagen, auch daneben ist mit diesem Holzregal, wo dann so die Blüten da, also die Pflanzen hinten rauskommen. Ja. So, das sieht echt, das sieht Wahnsinn aus. Und du merkst halt, das ist eine, hier ist auch sein Aufkleber, ne? Sehr gut. Es ist eine sehr, sehr hochwertige Küche, wenn jetzt welche kommen. Boah, mit Glas vorne ja. Ist doch voll anfällig. Null. Es ist wirklich null anfällig. Ich habe so Babhände, ihr seht's ja. Das ist wirklich, also, ja, du merkst, es ist wirklich was sehr, sehr Hochwertiges und krass genau. Geplant. Auch der Backofen habe ich selbst auch so nett gesehen, ne? Wie gesagt, auch wieder von Bosch. Auch wieder die Accent Line, ne? Ist ziemlich, ich glaube, ist es aktuelle? Das Serie ist aktuelle, 8, ne? Müsste, ja. Also auch hier wurde schon ein bisschen gezaubert. Guckt euch das an. Ihr könnt hier einfach, hier kannst du sagen, Back, ne? Du kannst hier Brot, Brötchen, kriegst dann alles vorgeschlagen, ne? Guck mal, Fleisch, wie du was machen sollst, so. Das ist auch selbst hier, guck mal, kannst, willst du deins Medium? Ja, ich nehme meins Medium. Medium, ne? Kannst das Ding da reinbuttern, ne? Hast hier einen Fühler, zack, da rein. Und die Auflösung ist halt wirklich schon sehr, sehr krass, ne? Und du kannst hier mit dem Teil alles machen, bis jetzt noch nicht enttäuscht worden, muss man auch ehrlicherweise sagen. Wir würden sagen, wenn was wäre, ist jetzt butterweicher Kamerad gearbeitet, ne? Was auch geil ist, da noch ein bisschen technisch, das ist alles Home Connect fähig. Ja. Also auch unsere Spülmaschine hier, du kriegst eine, genau. Du kriegst eine Benachrichtigung, wenn die fertig ist. Du kannst hier alles auch steuern mit dem Handy. Du kriegst eine, genau, wenn jetzt zum Beispiel dein Fleisch da drin liegt, ja. Wir sitzen im Gaming Room, kriegen wir aufs Handy, ey, Fleisch hat Kerntemperatur, zack, rausmachen, genauso auch das Ding hier. Und da muss man auch sagen, wir haben auch endlich unnormal viel Stauraum, was auch sehr geil ist. Ne? Wir haben Tassen, wir haben Weingläser, wir haben die FCK-Becher, die wo aus den Streams kommen, die wissen das. Ne? Wir haben sogar teilweise echt noch viel sogar leer. Ne? Siehst du, die habe ich schon ja. Besucht, die stehen hier unten. Ja, wir haben halt enorm viel Platz.
Und das ist halt wirklich am Ende des Tages sehr geil. Ne? Wir haben Holzbretter, wir können alles. Das war in der alten Studio, war das halt alles immer so ein bisschen verwurstelt. Highlight der Küche, meiner Meinung nach, habt ihr schon gesehen, ist auch hier die Geschichte. Ich schalte euch mal kurz die Lichter noch aus. Und zwar haben wir hier oben... Genau, das ist nämlich wieder eine Masse Technik. Genau, kannst du Technik ganz erzählen. Ist eine Masse Technik, Freunde, weil wir haben uns ja gesagt, ey, wenn wir in ein neues Studio gehen, dann wollen wir, dass wir auch überall mit den Kameras hinschalten können. Und nicht immer erst hier, keine Ahnung, ja, noch eine Kamera aufbauen oder sonst irgendwas. Deswegen ist hier oben erstmal sind hier zwei Schwarzlichter verbaut. Die kann man alles steuern mit Philips Hue, ne, wird alles Philips Hue gesteuert. Und hier sitzt noch eine PTZ-Kamera von Marshall. Habt ihr im Stream bestimmt auch schon gesehen. Die können wir dann drin aus dem Gaming Room steuern mit so einem Steuerknüppel. Können zoomen, können die hier 360 Grad rumfahren. Also das ist wirklich sehr, sehr geil und alles auch verkabelt. Ne, das läuft dann alles in den Technikraum, aber das seht ihr dann später und guckt euch das an, Jungs. Das ist auch geil mit dem Schwarzlicht. Also das muss man auch wieder sagen, das hat Daniel, das hat der gute Mann, das hat er gesprayt, Jungs. Dann gehe ich auf die andere Seite, der hat es gesprayt. Das ist krass, guck mal, das sieht aus, als würde dieses Logo leuchten. Als ob es auch 3D wäre. Ja. Ne? Das hat der gute Mann wirklich gezaubert. Und ich sage euch ehrlich, damit haben wir auch wirklich unsere Traumküche, Showküche. Wir haben hier die Kamera hier hinten noch, wir haben die Kamera von oben. Wir haben hier Platz, du kannst dich hier zu zweit, man kann sich von vorne filmen. Ne? Wir haben hier genug Arbeitsfläche. Also absolut perfekt da reingepasst, sag ich euch ehrlich. Plus muss man sagen, da geht auch Liebe an Medion raus, ne? Die uns auch, ihr kennt ja Eraser, Medion hat nicht nur PCs und sonst irgendwas, auch Küchengeräte wie Mixer. Da unten die Küchenmaschine haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht, die steht dann noch verpackt. Eine Eismaschine, können wir uns schönes Eis machen im Sommer. Toaster. Den haben wir schon ein paar Mal gebraucht. Ne? Genau. Der Sandwich Maker. Ja. Da gibt es auch viel zum Abchecken, Jungs. Ne? Könnt ihr gerne, Link in der Videobeschreibung, wenn es euch interessiert. Wir benutzen die Produkte, die Leute aus den Streams wissen das. Ich mache hier mal wieder Licht an. Ja. Übrigens auch hier haben wir ne, für den Ton diese Rode Wireless Go. Hat man hier auch perfekten Ton, kann man sich auch anklipsen. Du kannst hier im Studio rumlaufen, du hörst auch jeden. Das ist auch geil. Genau, dann würde ich sagen, übernehme ich. Ja, dann kommen wir mal hier. Dann drehen wir mal und dann sind wir nämlich auch schon. Wo sind wir da, Timbo? So, dann stehen wir hier im S-Wohnbereich. War uns auch sehr, sehr wichtig, mal sowas zu haben im alten Studio oder Büro. Konnten wir uns nie mal an den Tisch setzen, wenn mal jemand kam oder auch in Streams längere, mal was essen. Mal einfach mal ein bisschen runterkommen, du hast immer nur in dem Raum gehockt. Deswegen war das sehr, sehr geil, dass wir uns hier so eine kleine Chiller-Lounge noch machen konnten, wo man was essen kann, wo man ein bisschen Fernsehen gucken kann, wo man Stream verfolgen kann. Und das sieht natürlich auch sehr, sehr geil aus. Da möchte ich auch erstmal die Firma Nabinger wieder hervorheben, die uns hier schöne Vorsatzwände gebaut hat. Die haben wir alle mit LED hinterleuchtet. Das sind alles Grovi-LEDs, falls euch das interessiert. Die können dann auch so Effekte wie Regenbogen, die ist das. M1? Ja, ja. M1, ne? LEDs. Genau, die haben wir da dran. Dann haben wir hier an unserer Fernsehwand erstmal einen 65 Zoll TV von Medion. Ne? Auch sehr, sehr geil, wenn du dann hier sitzt und bei einem 48er oder sowas haben wir mit Broski ja schon genutzt, kannst du den Stream ein bisschen laufen lassen. Oder irgendwie wir mittags. Den Chat halt, ne? Dass du auf den Chat siehst. Genau, wenn wir mittags was essen, so, dann machen wir uns da auch mal das eine oder andere an. Einfach gemütlich, Freunde. Ne? Dann wird die Wand hier hinten mit Nanoleaf Lines geschmückt. Auch da geht vielen, vielen Dank an Nanoleaf raus. Ist auch sehr, sehr geil. Ihr seht es ja, ihr könnt euch da formen, basteln, wie ihr wollt. Wir haben jetzt hier so diese, boah, wie nennt man das so, so Hexagons, ne? Haben wir uns hier gebaut. Ihr seht dann auch, gibt es dann hier auch von, weil eigentlich sind die weiß, dann gibt es so kleine, ich will es jetzt halt abreißen. Ja, genau. Gibt es dann so Blenden, da könnt ihr euch das Ganze dann auch schwarz machen. Was wir persönlich ein bisschen schöner finden, passt zu dieser grauen Wand. Finde ich persönlich edler, ne? Und passt auch so zu dieser ganzen Einrichtung, muss ich sagen. Und ihr könnt euch jetzt da Effekte, wie ihr wollt, draufhauen. Mit Musik, Regenbogen. Ne? Also da gibt es wirklich alles, ja. Also wir persönlich finden, es sieht geil aus, wenn einfach so ein bisschen blau und die Kommode da hinten leuchtet rot. Ja. Kannst auch alles mit Alexa steuern oder auch mit dem Dashboard. Was über Home Assistant läuft, kommen wir aber später vielleicht noch mal drauf. Genau, Freunde, das ist das hier erstmal. Dann haben wir hier das Sound bei uns noch hingestellt von Bose. Eine Alexa, ist manchmal ein bisschen... Ey, wir melden sie sich schon wieder dahin, schon wieder faxen. Muss mal wieder leise sein. Da fragen wir auch immer viel, was das hier ist. Das ist eine Lametric, die kann dann hier den Twitch-Stand anzeigen. Was haben wir, glaube ich, hier noch? YouTube, Uhrzeit, ne? So, kannst du alles drauflegen. Auch sehr, sehr cool. Ich sag, am besten, am geilsten sind die Schuhe. Sag, das waren wirklich die krassesten Fußballschuhe. Was ist immer passiert? Ah, die haben das doch. Haben, ah, nee, die sind schon mit Klett. Ja, ich kenne auch die mit Gummi. Mit Gummi außenrum, ne? Wo dann unten bleiben sie so Zimmer? Ja, die machen das schon. Die machen das. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Helfer bei uns hier im Studio ist unser guter Saugroboter von Medion, der X50. Ohne den, sage ich euch ganz ehrlich, wären wir komplett... Tim Potter ist das, Junge! ...komplett aufgeschmissen, weil der gute Saug- und Wischroboter, wie der Name schon sagt, kann saugen und wischen. Er saugt mit 8000 Pascal. Das ist wirklich geisteskrank. Hat eine Lasernavigation, auch wenn man vielleicht mal im Studio...
Studio irgendwas rumliegen lassen, dann navigiert er da ganz fein drumherum, sammelt oder saugt nichts ein, was er nicht einsaugen soll. Das ist ganz, ganz wichtig. Plus, ihr seht es auch hier, du hast für den guten Simbotta auch eine ganze App, ne, wo du dann jeden Raum, die erfasst er mit seiner Lasernavigation, genau siehst, wo er auch rumfährt. Wir können zum Beispiel sagen, wo er nicht rumfahren soll, wo er saugen soll. Wenn dir mal irgendwas runtergefallen ist, kannst du mit Pin and Go direkt sagen, zack, fahr hier hin, mach das sauber. Dann macht er das auch perfekt. Was auch ganz, ganz wichtig ist, Freunde, der hat eine Absaugstation. Ihr kennt es vielleicht noch, wenn ihr auch den einen oder anderen Saugroboter habt. Dann ist das Ding voll, du musst zum Mülleimer gehen, ausleeren. Das brauchst du bei dem nicht, der fährt hier drauf, saugt alles schön in seinen Beutel. Wenn der Beutel voll ist, dann kannst du hier oben dran gehen, ziehst den Beutel rein, raus, schmeißt in den Mülleimer und schon läuft das Ganze. Also das ist wirklich 1A, der macht hier immer gut sauber, der wischt, der saugt. Und ganz, ganz wichtiger Helfer. Ja, es ist wirklich, Wahnsinn. Der ist wirklich auch perfekt, ne? Du kommst hier nach einem wilden Abend, ne, nächste Morgen hier rein, Simbotta, auf den Mann ist Verlass, der macht hier wieder Clean Chip, du fühlst dich frei wieder. Der Mann hat gereinigt. Du kannst natürlich auch, so haben wir es auch gemacht, Zeitpläne erstellen in der App, Freunde. Ihr könnt ja alles einstellen. Ne? Unsere Zeitpläne sind dann meistens, dass er abends um 2 Uhr macht er seine Nachtschicht, macht hier überall sauber. Dann ist abends kriegt er Zulage auch? Ihr habt es vielleicht im Stream auch manchmal gesehen, wo wir jetzt die Woche durchgestreamt haben, dass er dann nachts losgefahren ist. Ne? Aber sonst ist hier keiner da. An einem Sonntag nach unserem Stream ab 16 Uhr fahrt er dann auch direkt hier durch. Genau, macht hier wirklich top sauber. Das ist der Medion X50, das ist das absolute High-End-Produkt, Freunde, ne? von Medion, muss man sagen. Und das merkst du halt auch, ne? Lasernavigation ist halt, es macht er wirklich 1A, da gibt es keine Probleme, da steht, der fährt abends los, steht morgens wieder da drauf, hat seine Arbeit gemacht und so läuft es doch. So läuft und es da doch. Muss ich jetzt wirklich schon kurz einhaken, Jungs, und da geht wirklich so viel Liebe raus, auch wenn ihr sagt, Werbung, Medion Eraser, dieser Partner, ohne das wäre das hier alles gar nicht möglich gewesen. Ja. Die haben uns mit PCs, Laptops, alles, was wir gebraucht haben für das Studio, auch eben diese Haushaltsgeräte, könnt ihr gerne abchecken. Verwenden wir hier komplett in unserer Küche, die sind am Start. Da geht so viel Liebe raus und ihr könnt auch mal gerne den Link abchecken, so weil zum aus. Beispiel beim PC, da kommen wir gleich dazu, gibt es auch noch einen kleinen Rabatt für euch. Aber auch das Herzstück hier, ne? Firma König Neurath, die uns da auch wirklich unterstützt hat, da geht auch nochmal viel Liebe raus. Auch ein Abonnent, der uns gesehen hat, hat gesagt, ey, wir müssen hier die Jungs unterstützen, ne? Und da kann euch auch Simbo noch was dazu erklären, also, was hier alles am Start ist von König Neurath. Das ist wirklich geil. Ich vielleicht mal. Man muss sagen, König Neurath war uns vorher gar nicht so bewusst. Der Abonnent hat uns angeschrieben, wir gehen dann auf die Seite, der hat uns eingeladen, hat uns dann ein paar Sachen gezeigt und wir mussten sagen, ey, wir waren ja so überzeugt. Man muss sagen, König Neurath ist eine Firma, die statten halt eigentlich so Büros aus oder auch Banken. Ja, wenn ihr zum Beispiel irgendwo bei einem öffentlichen, bei einer Verbandsgemeinde sitzt, auf so einer Bank oder sowas, dann ist die vielleicht von König Neurath. Also die machen sehr, sehr hochwertiges Zeug und als wir uns die Sachen dort angeschaut haben, haben wir gedacht, ey, wie geil, dass man das vorher noch nicht gesehen hat, wie geil sind die Sachen eigentlich, ja, und wie hochwertig und du kannst hier alles individuell gestalten, ja. Wir haben uns hier vorne so ein kleines, das war eigentlich so ein Raumtrenner, den haben wir uns da hingestellt, den kannst du dann auch mit den Fächern, du kannst hier dieses Fach dann verschieben, so wie du es brauchst, alles natürlich auch wieder schwarz, matt. Muss ich sagen, passt auch gut dann zur Küche. Genau, ja. Wieder hier rüber. Genau, ja. Das ist sehr, sehr cool. Und dann haben wir hier unser Herzstück, diesen großen Konferenztisch, Esstisch. Dafür benutzen wir den. Auch mit dieser selben Oberfläche, dieses matte Glas einfach. Ne? Ist aber auch resistent gegen Kratzer und alles. Ja, also ich meine, hier wird jetzt ja noch nicht groß aufgepasst. Klar, man achtet auf seine Sachen, aber da wird auch mal ein Teller hingestellt oder sonst irgendwas. Wer hier keinen Untersetzer verwendet, der kriegt direkt rechts und links ein paar. Ja, du merkst aber, ist was Hochwertiges, du hast hier die Füße, ne, sind sehr stabil, die Stühle sind auch perfekt, da haben auch noch ein paar gesagt, ey, wieso mit Rollen, ist hier drin, aber Jungs, am Ende des Tages ist es kein Wohnraum, sondern ein Büro und wenn dann jemand mal schnell einen Stuhl braucht für irgendwo, dann kannst du da schnell hinrollen und schiebst ihn da hin, ja. Und ich muss sagen, es sieht gut aus, ja. Also wirklich, eine absolut wirklich sehr, sehr geile Qualität. Man sitzt sehr gemütlich. Und wie gesagt, normal ist es ein Konferenztisch. Wir haben den zum Esstisch, Konferenztisch umfunktioniert. Sieht edel aus. Ihr seht die Ecken auch noch so abgeschrägt. Das ist wirklich, das ist halt optisch halt, finde ich persönlich, ein richtiger Hinknaller. Weil die Kommode auch hinter sie mau, Kommode, wie könnte man das noch nennen? Ja, es ist eigentlich, sind es ja so Aktenschränke, aber da konntest du jetzt zum Beispiel die Türen, haben wir uns dann weggelassen, haben uns dann oben diese Pflanzkästen draufgestellt. Ja, ne? Das ist halt auch schon sehr geil. Und du kannst dir das halt wirklich individuell, es ist modular, du kannst dir das anpassen, Breite, Höhe, so. Und da haben wir uns so eine kleine Pyramide gebaut und haben uns hier so ein bisschen so Pflänzchen reingemacht, hier oben mit so einem Granulat, da ist die Mau, der Pflanzengott hier drin. Macht einfach was her, muss ich sagen. Finde ich auch, könnt ihr mal gerne schreiben.
Ist natürlich jetzt irgendwie schwer, alles drauf zu kriegen, aber es sieht halt wirklich sehr, sehr edel aus. Kamerafahrten habe ich ja gemacht. Genau. So, auch alles in schwarz-grau gehalten, mit den Pflanzen, die beleben das wieder so ein bisschen, mit der Vorsatzwand, mit der LED-Beleuchtung. Ist immer ein bisschen schwer über die Kamera. In echt scheppert das natürlich noch viel, viel, viel mehr rein. Man muss noch sagen, wir haben uns noch hier so ein paar Bilderrahmen bestellt, da kommen noch so ein paar Trikots rein. Haben wir jetzt noch nicht hingemacht, aber das soll auch noch kommen. Lampe ist ein Deckenfluter, Pendelleuchte von Philips Hue. Was hier wiederum sehr geil ist, du kannst nach oben hin die Beleuchtung machen, ne? Die macht so ein indirektes Licht, kannst aber auch hier unten schön helles Licht machen. Und du kannst auch alles natürlich jetzt wieder, wenn die Nörgler kommen, ne? Genau. Alles auf weiß, du kannst auf warm weiß, du kannst auf kalt weiß, kannst du alles dimmen. Machen. Du kannst alles, ne? alles. Wenn noch ein paar Fragen und sagen so, ey, wieso habt ihr jetzt hier Philips Hue Go V? Werden wir euch drin im Gaming-Raum vielleicht nochmal sagen. Wir hätten gern alles von Philips Hue genommen. Preislich war das aber echt einfach eine Nummer zu viel. Und dann hat uns auch ein Abonnent gesagt, ey, guck doch mal bei Go V vorbei. Und da muss man wirklich sagen, ey, hat uns auch komplett überzeugt. Steuerung top, die ganzen Effekte, was die können. Also ich sag euch, für so Gaming-Room-Beleuchtung würde ich die sogar bevorzugen, weil du einfach noch mehr machen kannst. Für so dieses Wohnlicht und dieses Wohlfühlen und dann Philips Hue, ne? Ich sag halt auch, als Laie sage ich euch ehrlich, Jungs, ne, und das sind beides keine bezahlte Partnerschaften, das ist I'm Early. Sag ich persönlich, finde ich Philips Hue schon einen Tick hochwertiger, ne? Ja. Aber, wie Simon schon gesagt hat, wir hatten uns das ausgerechnet. Für alle Lampen, LEDs plus Gaming-Raum, da kommen wir gleich dazu, wären wir bei LEDs, ich glaube bei 41.000, 45.000 Euro gewesen, wenn wir alles mit Philips Hue gemacht hätten. Also heißt LED-Bänder, also ich meine, so eine Lampe, was kostet die? 800 Euro? Ja, ich glaube 500 oder sowas. Ja, also das ist, ne? 400, 500, da 500. Ja, das hat sich dann schon gut zusammengelabert. Und viele sagen, hey, wie kommt denn auf den Preis? Wartet mal ab, wenn wir im Gaming-Raum drin sind. Weil ihr müsst euch überlegen, bei Philips Hue zum Beispiel, diese digitalen LEDs, da kriegt ihr 2 Meter kosten 150 Euro, dann musst du jeden Meter kostet 60 Euro. Und überleg mal allein hier, was da an Länge hinten dran sind. So ein Govi-Streifen, der kostet 5 Meter 79 Euro. Ja. So, wisst ihr? Dann, wenn du noch mehr bei Amazon bestellt hast, dann war das bei 63 Euro. Ne? Und du kannst die dann auch auf die Länge zusammen machen. Das war einfacher. Wie Timo auch sagt, Steuerung, ich würde immer Philips Hue bevorzugen, aber das hier ist wirklich eine Alternative, wo du sagst, ey, die sind auch geil, hatten bis jetzt nie Ausfälle, funktionieren, machen den Job, machen ein schönes Licht. Und das halt nur für einen Bruchteil des Preises, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber nur so viel dazu und ich würde sagen, hier drin sind wir dann fertig, unser Getränkekühlschrank. Hier stand mal ein Snack-Automat, der ist weggeflogen. Getränkekühlschrank, finde ich, passt hier auch sehr, sehr gut hin. Ist halt ein Riesenvorteil, Jungs. Ja. Wir hatten ja den Traum mit dem Snack-Automat, der hier stande. Ja. Aber ihr seht, das ganze Ding, das hier ist so leise. Ne, du hast hier wirklich sämtliche Auswahl, gerade cool, wenn hier auch wirklich Kunden kann man nicht sagen, Partner vorbeikommen. So, du sitzt hier, zack, bedient euch, schöne Auswahl bei den Teasys, gerade Fach Nummer 3, ich will es jetzt nicht nennen, aber Fach Nummer 3 ist hier heiß begehrt immer in dem Studio, macht sich cool. Genau, dann kann man noch sagen, wir haben noch von Fritz hier einen Repeater reingesteckt, das ganze Studio oder Büro ist mit LAN-Verkabelung da, auch geil, ne, hast du da vorne drin, hast du auch überall, auch auf der Toilette, die hier hinter mir ist, können wir ja mal kurz reingehen. Toilette gibt es ja jetzt wirklich nichts Wildes. Ist nichts Besonderes, hier ist ein ganz schöner Hecht in der Bude. Hecht in der Bude. Ich sag mal so, das hier ist mein armseliges Toilette, ich hab's ja verloren, aber es tut seinen Job. Ja. Und genau, hier drin ist dann... Riecht nach Rose hier drin. Hier drin ist dann im Zimbus. Ah ja, der ist schön eingerichtet, ne? Schön, ne? Guck mal, also auch hier, ne, ist so unser gemeinsames Waschbecken hier quasi, ne? Hier haben wir noch so ein bisschen Kosmetikzeug, was dazugehört. Und das ist halt, wie gesagt, das Paradies, ne? Ja. Hier haben wir so ein bisschen Grünzeug, ne? Hast du ja schön gemacht. Die Hände sind vom Schmitzi. Liebe geht raus, Schmitzi. Wir brauchen wieder neue. Ja. Und das Geile ist halt wirklich, wir haben hier endlich eine Dusche. Und da sehe ich auch gerade die Dinge hängen, wo ich sage zu Timo, was hast du da bestellt? Die sahen auch, von Weitem sahen die auf dem Bild in klein. Ein bisschen falsch aus. Ne? Ja, ich sag dir ehrlich, die sind gute Macher. Ja. Ja, das ist halt ganz wichtig in der Dusche, auch wenn wir jetzt so 48er oder 72er oder längere Streams machen, du kannst dich halt einfach auch mal irgendwo ein bisschen einziger Nachteil hier drin, muss ich sagen, das ganze Studio hat so eine Bussteuerung, KNX-Steuerung und die ist hier wirklich schlecht gelöst, muss man einfach wirklich sagen, Jungs, das Licht hier, ich sag euch ganz ehrlich, ist ja alles schön und gut, aber so ein richtiger Lichtschalter ist auch was Feines. Schreibt's gerne mal rein. Das ist ein Bewegungsmelder mit Licht gekoppelt, also der geht nur an, wenn es hier
drin zu dunkel ist. Wenn du diese Tür hier aufhast und hier ist Licht und du stehst vorm Spiegel und siehst trotzdem nichts, dann geht hier einfach kein Licht an. Also es ist nicht ganz so gut gelöst. Plus auch die Schalter hier drin, muss man auch sagen. Du musst dann manchmal gucken, keine Ahnung, da hinten liegt dann die Steuerung drauf, ist nicht so gut umgesetzt. Gut, muss man aber auch sagen, das kam ja auch jetzt wirklich dadurch, dass wahrscheinlich auch die Firma, die vor uns drin war, haben ja schon Wände irgendwo eingezogen. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, wie gesagt, die ganze Wand hier vorne, das war ja gar nicht. Das war alles offen. Das war alles jetzt individuell, das komplette Büro eigentlich umgebaut. Aber ich würde sagen, wir gehen Raum Nummer 3. Genau. Ich übergib's die Mau. Ja, das ist jetzt wieder die Mau sein Ding. So, Freunde, dann stehen wir... Ah, was vergessen. Hier oben hängt natürlich auch nochmal so eine Marshall PTZ-Kamera. Können wir hier... Die haben wir... Habt ihr vielleicht in dem Stream gesehen. Du kannst hier aus dem Fenster zoomen. Du kannst da bis hinten an diese Strommasten zoomen. Die seht ihr sogar. Das ist wirklich geisteskrank, die Kameras. Die werden im Fernsehen, im Film und überall eingesetzt. Klimaanlage natürlich auch am Start. Grüße geht raus an Dennis, guter Mann, der uns hier eingebaut hat. Und dann klopfe ich hier an, weil hier ist auch ein ganz, ganz wichtiger Raum. Zimbo! Bitte? Unsere Bürodame, wie geht's Ihnen, Frau Zimbo? So, hier seht ihr schon, wie Zimbo hier schon gesagt hat, das hier ist jetzt endlich auch ein Raum, wo alles, was irgendwie mit Teasy, TNO, Struktur irgendwie zu tun hat, läuft hier in dem Raum nämlich zusammen. Und das war auch im alten Studio, Jungs, ihr könnt es euch vorstellen, wir hatten einen Schreibtisch, hatten eine Ikea-Platte drauf und am Ende war der so vollgeladen, dass der Schreibtisch wirklich so einen Bauch gemacht hat. Die Bürodame tat mir als leid, die musste da hinten als über Müllberge steigen. Ja, das war wirklich nicht mehr tragbar. Und auch wenn wir den Raum hier betreten, auch wenn wir es draußen schon gesagt haben und auch gleich hier den High-End-Schreibtisch hier sehen, geht viel, viel Liebe und wirklich Dank an König Neurath raus, die mit uns diesen Raum geplant haben. Und ihr werdet es gleich hier schon sehen, wir haben hier unsere eigene... Oh. Filmen wir da nicht so viele, aber sieht man, glaube ich, von hier nichts. Nee, ist alles bedeckt. Wir haben eine eigene Ablage endlich, ne? Wo wir ein System haben mit aktueller Abrechnung. Teasy bezahlt. Teasy ist offen. Schieb's rein. Ist offen, ne? Haben wir hier eine Ablage, was abgeheftet wird. Dasselbe haben wir auch für TNO. Wir haben hier einen High-End-Drucker, der richtig Meter macht. Wir haben auch hier wieder bei den Schränken von König Neurath, guckt dran, wir haben Stauraum. Was ist denn das für ein Luxus? Auch wieder alles in Schwarz gehalten. Wir können es abschließen, dass keiner an die Geheimnisse kommt. Guckt euch an. Softclose. Putz, Alter, wie schön er zufährt. Hey! Softclose. Dann auch hier... Einerseits sage ich immer, ein Segen, aber auch Fluch zugleich, ne? Ich finde persönlich, so Beton, Optik, gerade jetzt auch mit dem Schwarz, macht immer was her. Aber er steht halt auch manchmal scheiße, muss man so sagen, ne? Und er steht da, weil der Raum eigentlich da abgetrennt war, ne? Genau. Früher ging nämlich die Wand, da war hier Gipskarton. Ne? Und wir haben halt wieder ein bisschen größer gemacht, ne? Das Ganze. Wir haben das Ganze mit ein paar Pflanzen aufgehellt. Finde ich, macht auch immer viel aus. Hier haben wir dasselbe, einfach auch wieder nur die Schränke, aber halt nur diesmal ein bisschen größer. Und wir haben Platz, ihr seht es, ne? Also wir haben echt noch gut Platz. Ja, gute Töpfe, die hat der Zimbo empfohlen. Wie heißen die nochmal? Lechzua. Ja, also das funktioniert wirklich einmal frei. Kurze Info am Rande, die Firma gehört zu Playmobil. Jetzt im Ernst? Ja. Krasser Move von dir, Zimbo. Krasser. Aber seitdem sterben hier keine Pflanzen, im Gegenteil. Auch hier unsere Glückskastanie. Auf die bin ich so ein bisschen ganz stolz. Guck mal, wie die austreibt hier mittlerweile. Ja. Die macht hier richtig Meter. Passt doch, die machen auch was her, muss ich sagen. Und halt mit diesem Bewässerungssystem ist schon smart. Ne? Das ist ja, weil wir sind, man muss ja nicht täglich da, aber wenn wir dann halt mal da sind, guckt man halt einmal kurz drüber, seht, okay, Zimbo braucht Wasser, macht mal ein bisschen was. Ne? Und da sind wir auch hier beim Herzstück. Da haben wir nämlich zwei Herzstücke, da kann euch nämlich der Zimbo gleich noch was dazu erzählen, zu der ganzen Technik, weil das hier ist der Abrechnungsplatz. Hier wird quasi die Buchhaltung gemacht von Teasy Schubitz. Das sieht so geil aus, sage ich euch, das Räumchen hier, guckt euch das an. Und wenn ihr da guckt, hier haben wir dann auch einen Schreibtisch, der einfach nur eine unfassbar schöne Form hat. Ja, der hier wirklich, normal macht man das, wenn man noch so, deswegen steht auch hier der Schreibtischstuhl noch. Das ist so der Besprechung, ne? Wenn dann so, hier wird die Abrechnung. Wie sieht meine Saale aus, Zimbo? Na gut, da kann man sich kurz rüber gucken, man hat hier schön Platz, sitzt hier ganz gemütlich, haben hier halt auch wieder alles von Eraser und von König Neurath am Start und auch hier, weil die Teasys wirklich mit Abstand, ich muss mal gucken, ich hab's ja so ganz genutzt so. Man muss auch sagen, das Kabelmanagement ist halt auch geil, du hast da hinten so eine Rinne, ne? Da kommen die ganzen Kabel rein und da kannst du das Ding... Guck dir das an, weil Teasy steht für gute Arbeitsbedingungen in der Firma, ne? Und wenn ihr jetzt hier guckt, du fährst dir das Ding jetzt hier hoch, das heißt, unsere Bürodame kann auch rückenschonend arbeiten und hat einen Blick über die Weinberge. So, das ist ein Arbeitsplatz, den die Teasys garantieren. So, ne? Das ist schon schön. Und da ist halt auch wieder, ne, diese matte Oberfläche, ne, die ist halt wirklich traumhaft.
wie Zimmo schon gesagt hat, der hat hinten die Verkabelungsgeschichte noch mit am Start. Das ist echt stark, ne? Schön diese, das ist auch, ey, das ist echt gut gemacht. Du kannst diesen ganzen Kasten gerade ausklippen, dann legst du alles rein, klippst ihn hoch, Kabel sind weg. Feierabend. Kabel sind weg. Dann stehen hier zwei, oder muss ich gerade selbst nochmal gucken, ich glaube, das sind 32 Zoll, ne? Spectre X20 Monitore Curve. Ich finde, die machen beide auch richtig was her, bloß die Bürodame hat echt Platz, sich auf den verschiedenen Fenstern da, ne, was abzulegen, die Bank, dies, das und sowas. Also das ist wirklich sehr, sehr krass. Geile Auflösung, ja, siehst du hier auch direkt. Wir haben hier das Eraser Mousepad, wir haben die RGB-Tastatur, die Maus von Eraser, sieht auf jeden Fall sehr gut aus, hat auch ein schönes Tipp-Erlebnis hier für unsere Bürodame, kann sie schön die Finger ablegen. Ne? Also da wurde sich nicht beschwert bei uns. Hey, ich sag ja, wenn man das sich jetzt mal so anguckt, ein paar Bose-Lautsprecher wurden noch hinzugefügt für auch ein bisschen gute Stimmung beim Radio hören und Abrechnung machen. Der Engineer X20 leistet dahinter auch mega seine Arbeit. Alter, wo kam der her? Mittlerweile muss ich, bin ein bisschen Technik drin mittlerweile. Das ist geil, das ist geil. Ja, ne, Eraser Partner von uns Jungs und haben uns da auch wirklich bei dem Studioumbau unfassbar unterstützt. Muss man auch wirklich gemütlicher Gaming-Stuhl, ja, auch, ne, zum Reinsetzen. Also da gibt's wirklich, ja, was soll man hier noch zu sagen? Ich finde es jetzt mal ohne Quatsch, das ist, also könnt ihr mir gerne reinschreiben, wer irgendwo einen Bürojob hat. Aber ich sage dir ehrlich, die Teasys, Arbeitgeber 1 plus mit Sternchen. Schwer ein bisschen einzufangen hier, ja, wegen diesem Pfosten. Das sieht so geil aus, sage ich euch. Auch mit dem Ausblick. Wir haben ja hier so eine Dachgeschosswohnung. Ja, ne? Und du auch. Genau, und dann kann man gleich mal später noch auf die Dachterrasse gehen. Du hast hier einfach so einen geilen Ausblick. Das ist ja wirklich verrückt. Auch endlich jetzt auch, wie gesagt, viel Stauraum. Ihr wisst gar nicht, was für ein, ich nenne es hier so, Kind beim Namen, was für ein Kopfhick das war, wenn der Steuerberater angerufen hat und hat gesagt so, ey Jungs, ne, wir brauchen das aus 21. Jungs, wir waren, denkt da gehört, es ging nichts mehr, wir wussten nicht mehr, wo was ist. Jetzt haben wir alles geordnet, ich bin da wirklich auf den Raum so unfassbar stolz auf, das glaubt ihr gar nicht. Ja, Traumräumchen geworden für Abrechnung, ist vielleicht auch gelegentlich mal ein Schlafplatz, dass man eine Matratze mal reinkoffern kann, falls wir hier Streams machen, dies, das, Ananas. Schreibtisch hoch, kannst du dich drunter legen. Ich würde aber auch sagen... Genau, wir haben hier hinten noch Anschluss auch für eine Kamera. Die haben wir bis jetzt nicht angeschlossen, war mal ein bisschen übermotiviert. Wir haben es in jeden Raum gelegt, es ist da. Du kannst eine Kamera anschließen. Ne? Aber ja, da muss man noch sagen, haben wir ganz vergessen nämlich, dass in dem Räumchen hier, wenn man gerade zukommt, ist hier hinten auch noch eine Marshall-Kamera, so eine Raumkamera. Auch wichtig, ne? Für alles zu zeigen, für ein Zimbo. Und dann habt ihr jetzt eigentlich schon fast alles gesehen. Jetzt haben wir noch einen Technikraum und wir haben noch einen Lagerraum. Die sind aber so ein bisschen gekoppelt und ich würde sagen, stoßen wir jetzt dazu. So, und dass ihr einordnen könnt, wo wir jetzt wieder stehen. Achso, wir haben es noch gar nicht gesagt. Das ganze Ding hat hier so ungefähr 120 Quadratmeter mit Dachterrasse, glaube ich, 140. Genau, jetzt kommen wir zum letzten Teil. Da hinten Thermostat. Unglücklich gewählte Lage für den Kamerad, weil wenn du es im Bad warm haben willst, dann... Gut, also ich glaube, es gibt für die ganze Wohnung halt nur einer. Ja. Ne? Ja, aber es reicht. Es ist hier meckern auf dem Niveau. Ja, weil man darf nicht vergessen, es ist, das ist ein Wohnung. Büro, das ist keine Wohnung. Wir haben uns jetzt zu einer Wohnung umgebaut. Für ein Büro wahrscheinlich ausreichend. Wenn man wahrscheinlich Wohnung macht, teilst du das ja auf die Zimmer auf und so. Dann gehen wir hier rein, Freunde. Das hier ist jetzt wirklich Lager- und Technikraum. Sage ich euch ganz ehrlich, ist auch ein bisschen vollgestellt. Aber dafür ist ein Lagerraum, gewinnst du keinen Schönheitspreis. Ne? Wir haben nun mal viel Sachen, die auch irgendwie untergebracht werden müssen. Wir haben uns schon die Regale und alles drum und dran aufgebaut. Das blendet so rein. Ich hoffe, Jungs, es stört euch nicht, aber wir können es nicht ändern. Genau, Freunde. Hier sind auch ein paar Kabelkanäle von der Klimaanlage auf der Wand. Unser Belüftungssystem geht hier hinten raus. Aber es ist nun mal ein Technik-Lagerraum. Ihr seht es hier schon. Hier haben wir uns so verschiedene Kleiderständer hingemacht, wo dann hier so ein bisschen TNO-Sachen hängen, die wir als mal bekommen. Samples, wo vielleicht auch Sachen nie veröffentlicht wurden, wie jetzt zum Beispiel das Ding hier. Ne? Jetzt hängt immer mal ein Level-Up-T-Shirt drin. Oder auch generell, wenn jemand kommt und irgendwas braucht, dann kriegt er das hier. Hier hängt auch noch TNO-Sachen, ne? T-Shirts. Hier auf dem Kleiderständer ist unser Fundus mit irgendwelche Anzüge, mit Kostüme, mit Trikots, wo hier drin hängen. Vorher lagen die Sachen wirklich immer in Kisten rein. Du hast nie irgendwas gefunden, du hast dir alles doppelt bestellt. Jetzt gehst du hier rein, keine Ahnung, du willst irgendein Kostüm, ziehst dir es raus für Weihnachten, der Anzug hast du, ne? Genauso wie auch hier, Jungs, erstes Regalsystem, liegt viel drin, aber hier sind die Kisten für die Bestrafungen. Da ist Shisha-Zeug, hier unten sind noch
eine ganze Kiste nur mit Hüten zum Beispiel, ne? Mit Masken, mit unserer Konfettikanonen, ne? Hier unten, das lasse ich mal rumgedreht, da stehen ein paar wichtige Sachen drauf. Oder auch zum Lagern hier, die Sachen wollten wir, sind noch aus dem alten Büro, wollten wir da wegschmeißen. Gucken wir mal noch, können wir vielleicht noch irgendwo dran machen. Aber das so ist das Räumchen. Und dann geht es hier hinten in den reinen Technikraum. Und hier nochmal ganz kurz um das sagen, diese Wand, ne, wurde durch die Firma Narvinger jetzt dann so versetzt, dass wir dann quasi hier ein bisschen mehr Spielraum haben für unseren Gamingraum, der sich jetzt da dahinter befindet, quasi hinter dem grauen Kasten. Ihr seht auch schon, das ist die Zu- und Endluft. Da kann euch der Zimbo auch gleich ein bisschen was dazu erklären. Warum, wieso, weshalb Zu- und Endluft. Kann man dann die Gegenseite nochmal sehen. Genau, aber hier ist... Genau, hier drin ist jetzt quasi, hier läuft die ganze Technik aus dem Gaming-Raum zusammen. Die kommt nämlich da hinten, ich sag euch ganz ehrlich, ist noch ein bisschen Kabel gewurschtelt. Ich habe schon versucht, das so gut wie möglich zu machen. Wir hatten, ihr kennt es vielleicht auch, hier liegen ja so viele Kabel in der Wand, dann ging mal das Kabel nicht, muss das wieder rausgezogen werden, dann ging das mal nicht. So, da wurde noch viel ausgetauscht und es sammelt sich ja doch einiges an. Wir haben unsere Lenkräder drin rumliegen, wir haben hier Headsets. Ne? Staubsauger von dem Weg. Wir haben hier... Ne, tausende Kisten, hier sind USB-Kabel, LAN-Kabel drin, hier Stifte drin, Kabelkanäle drin. Ne? Das Regal könnte noch größer sein, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, aber so. Irgendwann ist halt mal so, Jungs. Ne? Hier ist halt wirklich ein Abstellraum, hier sind zum Beispiel noch die Bilderrahmen drin, die da hingehängt werden. Hier steht noch ein Monitor, Getränkekiste stehen da unten rum. Ne? Irgendwo muss es ja abstellen und deswegen sind wir eigentlich froh, dass es hier drin ist. Und da filmt euch die Mauer auch schon oben hin. Das ist nämlich die Zu- und Abluftanlage, weil wir haben in unserem Gaming-Raum kein Fenster, kein sonstiges. Da haben viele gesagt, ey, das wird euch noch zum Verhängnis. Aber nein, deswegen hat uns der gute Dennis, Liebe geht raus, eine B- und Entlüftung gemacht, die wir hier neben steuern können über dieses Gerätchen. Wir haben sie immer auf 5 stehen, du hörst die eh nicht. Ja. Und wir haben da unten einen Smart Plug von Philips Hue drin, können die dann per Tablet oder per Alexa mit Zeitsteuerung, zum Beispiel nachts, wenn wir aus dem Studio rausgehen, dann läuft die noch 1-2 Stunden, dass der ganze Raum nochmal schön belüftet wird. Und das merkst du da drin. Ohne die wären wir wirklich... Zumal Shisha und der ganze Elektro, was da drin aufheizt. Ne? Und für die, die es interessiert, so die Anlage packt es den Gaming-Raum 3-mal in der Stunde quasi umzuwälzen. Das heißt, die zieht hier oben, zieht sie die frische Luft ran, ne, schickt die dann quasi in unseren Gaming-Raum. Ihr seht sie hier oben einmal. Okay, das ist jetzt die Abluft. Genau. Das ist die Abluft. Hier wird die Luft rausgezogen, einmal darüber, zack, zack, zack. Und hier kommt quasi die frische Luft rein. Zack, wird hier verteilt und geht dann einmal hier unten rein, das silberne Rohr, und da drüben. Und hier seht ihr auch schon die Technikwand im Rücken, aber hier wird es auch ein bisschen schwer jetzt zu filmen. Genau, du kannst einfach, komm doch hier rum, mach die Tür zu, dann geht's schon, ne? Das funktioniert. Ja, ich gehe die Tür auch nicht mehr zu, aber... Ja, deswegen ein Ding. Ja, Jungs, wir haben halt hier, also ich sag euch ganz ehrlich, ein komplettes Kabelsalat ist gar nicht zu vermeiden, weil hier so viel ankommt, wirklich, so viel ankommt. Ich finde, wir haben schon gut gelöst, weil ich weiß noch, im alten Studio, wenn dann zum Beispiel mal ein Netzteil kaputt gegangen ist von der Wand oder sonst irgendwas, dann lagen die Netzteile hinter dieser Wand. Wir sind da nie wieder dran gekommen. Jetzt haben wir hier alle Netzteile. Das wollten wir auch mal besser beschriften noch. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann wissen wir sofort, okay, gut, das hier ist das Netzteil von der Türwabe rechts, ne? Können das hier rausstecken, fertig. Wir wissen hier unten, das hier ist das Netzteil für die komplette Setup-Wand, das hier ist das komplette Netzteil für unseren Sternenhimmel, das hier ist das komplette Netzteil für den Fries, für oben die Beleuchtung. Wenn irgendwas ist, wir wissen sofort, okay, das und das Netzteil und kommen da sofort dran. Das sind die Netzteile für die Kameras. Hier unten Steckdosenleiste. Stromverteilung. Ohne Ende. Dann haben wir hier einmal unseren Router, die Philips Hue Bridge. Dann ein Raspberry Pi, wo dieses Home Assistant draufläuft für das Dashboard vorne, was uns der gute Finn gemacht hat, nicht unseren Mod-Finn, sondern, genau. Unser Mod-Finn kriegt es bestimmt auch hin. Kann sein, ja. Der hat uns das gemacht und dann haben wir uns hier unten jetzt noch provisorisch einen LTE-Router dran gemacht, damit wir 2 Leitungen haben. Diese Leitung ist zum Streamen und zum Zocken und diese LTE-Leitung nur, um Dateien hochzuladen. Und das muss man sagen, macht die mit 8 Mbits für dies, wo es probiert, also echt gut, weil der Mast direkt hier unten steht. Ja, ne, dann haben wir hier unten noch einen Hunter X30, das ist so ein bisschen unser Streaming-PC, würde ich mal sagen. Aus dem Grund, weil, wir halt einfach hier drin so viele Kameras haben. Ich glaube, es sind 9 Stück und du kriegst keine Karten in den PC, der 9 Kameras ansteuern kann. Deswegen haben wir uns hier noch so einen kleinen Streaming-PC gemacht, wo dann auch noch ein paar Elgatos und sowas dran angeschlossen sind. Von wem war die Idee, Zimbo, eigentlich? War Timo seine Idee, ganz, ganz stark. Kurz erwähnen, danke. So, ihr habt ja gesehen, bei uns... Den sieht man hier unten auf dem Eraser-Monitor, unser Streaming-PC. Das ist ja der Hunter X30. Da laufen ja die ganzen Kameras zusammen, die wir dann später wieder an unseren Haupt-PC übertragen. Und da ist es coole, Freunde, weil da gibt es aktuell eine coole Aktion. Und zwar mit dem Code TZHunter spart ihr nochmal 50 Euro auf den PC. Genau, Freunde, ihr seht, den gibt es nämlich in verschiedenen Konfigurationen. Ne? Mit einem i7 gibt es den, mit einer RTX 4080, mit einer RTX 4070 Ti. Ne? Du kannst dir den aber auch mit einem i9 dann holen, mit einer 4080.
80 da unten, so wie wir den auch da hinten stehen haben. Gibt es in verschiedenen Konfigurationen, Freunde. Sind eh schon reduziert, plus nochmal Code TEASYHUNTER, spart ihr nochmal 50 Euro obendrauf. Also wenn ihr einen leistungsstarken PC braucht, dann seid ihr bei Eraser richtig aufgehoben. Hunter X30 ist eine absolute Maschine. Ist wie gesagt unser Streaming-PC. Und ja, dann würde ich sagen, geht's hier weiter. Genau, ja. Hier oben haben wir dann noch unser komplettes Audio-Interface von Elgato, unserem Partner. Vielen, vielen Dank. Das Wave XLR, das geht hier nochmal auf so einem Channel-Strip, weil wir halt auch immer zwei Mikrofone haben. Da brauchen wir alles doppelt, Freunde, ne? Aber das haben wir auch ausgelagert. Da sieht's vorne einfach cleaner aus. Und wie gesagt, wenn irgendwas an der Technik ist, du weißt sofort, okay, es liegt da dran. Das ist kaputt. Du hast hier die ganzen Elgatos, die Verteilung. Wenn zum Beispiel jetzt Eli da war, dann kann ich hier hinten sofort die PlayStation hinstellen, Kabel rein und muss mich nicht in so einem schmalen Technikraum reinlegen. Also das ist halt wirklich geil. Klar, Kabelsalat, aber ich muss sagen, es sieht relativ ordentlich aus. Es sieht schlimmer aus, als es wirklich ist. Ne? Ja. Wir haben halt auch immer, ihr kennt es, wenn man Kabel verlegt, gab es immer einen Angstmeter. Aus dem Angstmeter wurden mal 2 Meter, dann auch mal 3 Meter. Und danach kannst du die halt einfach nicht mehr kappen, die fliegen jetzt halt hier rum. Aber wie gesagt, in den Raum ist ja auch kein Raum, den man so... Es ist ein Technikraum und es ist jetzt nicht so, dass du, wenn du irgendwo dran musst, wie gesagt, du siehst sofort, du kommst an jedes Kabel hier in diesen Kanälen, du weißt sofort, wenn irgendwas ist, wo es ist. Plus auch, ich weiß hier, das ist mein Lagersystem, ne? Ich weiß sofort, wenn ein Kabel irgendwas hat, weiß ich, wo das ist und es liegt dann einfach in irgendwelche Schütten und du ziehst es heraus. Wir haben ja echt mal gesagt, Jungs, wir haben, was wir an Kabel bestellt haben und an Scheiß doppelt, das ist wirklich, also wirklich, haben wir... Im alten Studio. Im alten Studio. Nur weil du es halt mal findest, weil du keine Ordnung hast. Wir haben gesagt, wer jetzt was bestellt und es ist da, 500 Euro in die Kaffeekasse. Aus der private Kasse, zack, rein. Und es ist alles sortiert und du findest es jetzt auch. Aber das ist der Technikraum, ne? Ablageraum, Abstellraum, ganz, ganz wichtig, dass wir sowas haben, bin ich echt froh drüber, weil das macht so vieles einfacher. Ja, und macht es halt auch für die Außenwelt und auch für unser Gemüt einfach ordentlich, weil ihr wisst, du machst hier die Tür zu, da hinten ist so ein bisschen das geordnete Chaos und damit ist man auch ganz happy. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal noch auf die Dachterrasse, bevor wir in den Gaming Room gehen. So, Freunde, wir sind jetzt hier auf der Dachterrasse. Hier siehst du auch nochmal unser schönes Büroräumchen hier drin. Die Dachterrasse, muss ich euch ehrlich sagen, die haben wir letztes Jahr gar nicht mehr fertig gemacht, weil es ist in den Winter reingegangen. Hätte sich gar nicht gelohnt. Die machen wir jetzt den Sommer fertig. Da gibt's auch ein extra Video. Genau. Dann, ne? Aber das ist halt natürlich auch geil, wenn du hier stehst, guckst ein bisschen über Grünbach, ne? Kannst ein bisschen Frischluft schnappen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Kannst mal raus. Oder wir haben ja auch schon im 48er ein bisschen gegrillt. Ne? Hier soll dann auch noch eine Grillküche so ein bisschen hin. So richtig schön auch mit einer Sessellounge. Genau. Ne? Auch mit Pflanzkübel, dass man hier auch noch so ein bisschen so nicht direkt auch auf die umliegende Wasser Firmen ist kommt. Kaputt gegangen, ne? Weil es gefroren ist da draußen. Guck mal. Es ist geplatzt, weil es so kalt war. Ja. Genau, Jungs. Aber das ist einfach nur, hier gibt es nicht viel zu sehen. Es ist eine Dachterrasse. Wir wollen euch auch nicht ganz so viel filmen, weil es gibt immer ein paar Verrückte. Ich meine, ihr wisst eh, wo wir wohnen, aber da noch ein bisschen. 40 Quadratmeter auf jeden Fall ist die Dachterrasse. Und die wird auch jetzt, ihr seht es ja auch hier, fliegt jetzt noch Getränke rum und so. Das wird noch alles schön gemacht. Und dann haben wir da draußen auch noch ein Paradies. Ne? So, Freunde, und jetzt stehen wir vor dem Herzstück. Wie gesagt, hier nochmal vielen, vielen Dank an den Finn, der uns unser Studio, unseren Gaming Room und unser Studio 3D animiert hat. Und ihr seht jetzt direkt, wir können jetzt einfach mal hier draufklicken. Dann geht hier oben das Licht aus. Und dann geht auch in diesem 3D-Modell das Licht aus. Ne? Und wenn du wieder drauf drückst, dann geht es wieder an. Das ist halt schon geil. Das ist geisteskrank, oder? Du kannst hier einfach, ne, zack. Seht man jetzt bei der nicht so stark. Genau, ja, aber jetzt gerade. Ja. Ne? Aber du siehst es hier. Und dasselbe haben wir auch für unseren, ne, für unseren Gaming Room. Ne? Zum Beispiel, ich kann jetzt hier die Waben ausschalten. Dann seht ihr, dann gehen die hier auch aus. Ne, und kann die auch wieder anmachen, dann gehen sie da drin an, was wir euch gleich zeigen. Also das ist wirklich krass. Und wenn ihr daheim auch so ein bisschen Smart-Home-Zeug braucht, dann könnt ihr gerne mal, er ist verlinkt in der Videobeschreibung, seine Firma, ne? Ja. Dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Der Finn macht auch bestimmt euch das. Ne? Und das sieht halt wirklich geil aus. Du siehst die Temperatur aktuell 21,2 Grad in unserem Gaming-Room. Das ist sehr, sehr geil, Freunde. Aber ich würde sagen, wir betreten diesen Raum. Ab ins Herzstück. Talk that talk, but you never do. That's waste. You can fool your fam, you can fool the gram, never fooling me. That's fake. I don't trick tricks, all money in for the legacy. I am great. Und Jungs, bevor wir uns das alles jetzt hier genau angucken, sage ich ehrlich, muss noch mal ein kleiner Film ab aus der Baustellenzeit, weil es sieht hier so geisteskrank aus. Guckt euch den Sternenhimmel da oben an, der leuchtet. Das ist alles aus unserem Kopf entstanden. Firma Nabinger, 1A umgesetzt, die Kästen, die Vertiefungen, wo wir gleich eingehen. Aber Film ab. Guckt euch an, Freunde. Hier vorne wird die Tür sein, Richtung Gaming-Raum. Hier gehst du dann rein und die haben die ganzen Wände schon gestellt. Guckt euch das an. Ne? Das steht das erste Mal in unserem Gaming-Raum.
Ja. Wir stehen das erste Mal hier drin. Ja, ihr habt's gesehen. Wir stehen in unserem Gaming Room. Hat angefangen mit einer Photoshop-Zeichnung. Komplett laienhaft. Die Firma Nabinger hat uns das alles umgesetzt. Und zwar wichtig, dass der Hintergrund gar nicht so viel verändert wird zu unserem eigentlichen. Weil wenn man mal überlegt, egal in welchem Raum wir waren, der Hintergrund war fast immer gleich. Wurde immer ein bisschen moderner. Deswegen ja, auch geiler einfach, ja. Ne? Das Teasy-Schild, ne, das musste einfach bleiben. Ist auch mit kompletten Go-V-LEDs hinterleuchtet und beleuchtet. Ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir uns überlegt, vom Grundriss sollte es ja eigentlich gleich bleiben. Wir haben die Kästen hier, wo wir Sachen reinstellen können. Vielleicht hier irgendwann mal der 1-Million-Button von Teasy. Das wäre wunderschön. Wir haben hier außen unsere zwei Play-Buttons, die auch hinterleuchtet sind. Ihr seht jetzt schon, diese Go-V-LEDs haben jetzt hier gerade diesen Regenbogeneffekt an. Das sieht sehr, sehr geil aus. Dann haben wir uns hier im ganzen Raum so Waben bestellt, Basotec-Waben. Ne? Und die sind auch alle hinterleuchtet mit Go-V-LEDs. Ne? Sieht auch, muss ich sagen, richtig krass aus. Du kannst da jegliche Farbe, jeglichen Effekt reinmachen. Das sieht so geil aus. Plus, ihr hört es vielleicht auch, die Akustik hier drin ist einfach nur krank, weil die ganzen Räume von der Firma Nabinger mit Basotec ausgekleidet wurden. Also hier drin, du hörst die Belüftungsanlage, die eigentlich echt laut ist. Du hörst davon gar nichts. Hier drin ist wirklich... Tut aktuell so aus, ja. Muss man sagen. Aber die hörst du nicht, wenn es an ist. Aber ihr hört ja auch jetzt schon, wenn wir hier drin erzählen, das ist wie in einem Tonstudio, da jede Wand quasi, ihr seht ja, das ist eine Vorsatzwand, ne, die sind ja alle vorgesetzt, deswegen auch dieser Lichtschacht. Und jede Wand hinten dran ist 10 cm Basotec gedämmt. Genau. Basotec setzt man zum Beispiel im Flugzeug an oder generell halt für Akustik. Und der komplette Raum ist quasi wie ein Basotec-Kasten. Plus nochmal diese Basotec-Waben, die hier drin sind. Also ich sag ganz ehrlich, hier drin könnten Bones können seinen Song aufnehmen. Das ist wirklich weil krass, weil so clean ist hier der Ton. Ne? Ja, das ist wirklich sehr, sehr krass, Freunde. Plus, beinahe vergessen... Die Decke ist ja auch noch komplett eine Akustikdecke. Da hatten wir die Idee, abzusetzen, mit Basotec quasi zu dämmen, aber noch einen Raum zu lassen, um das zu leuchten zu bringen wie ein Sternenhimmel. Genau, weil das war Tim Bauer seine Idee, den Hintergrund davon, den Hohlraum zu hinterleuchten. Da haben wir dann gesagt, ey, okay, an diese Decke kommt man halt so oft dran, deswegen haben wir da oben diese Philips Hue digitalen LEDs reingelegt. Ja, ich glaube, das waren allein über 1000 Euro nur an LEDs für dieses kleine Ding. Aber das sieht halt schon geil aus, Freunde. Also das sieht halt schon... Guck dich das an, das ist... Das sieht halt schon ganz, ganz stark aus. Und es gibt auch... Manche haben so gesagt, ey, das sieht man im Stream gar nicht so viel, aber wir fühlen das, Freunde. Man muss sich in einem Gaming-Room wohlfühlen, wenn du da sitzt und wenn du da hochguckst und hast wie so ein Sternenhimmel, das sieht einfach so geil aus. Das ist wirklich krank. Oder wenn wir hier Stories aufnehmen, ihr seht es ja, als es sieht so geisteskrank aus. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr geil. Plus macht den Ton gut, auch der Teppich hier unten. Genau. Ne? Gibt auch so ein Wohlfühlding. Bis jetzt ist im Zimmer noch keine Kohle runtergefallen, der lebt noch. Ja, bei Schwarz wird halt so auffallen, aber... Macht aber auch eine geile Akustik. Und ansonsten muss man sagen, unser T-Shirt-Tisch ist mitgekommen. Dieses Podest hier, das hatten wir schon im alten Büro. Das ist auch mitgekommen. Die Couch im Hintergrund ist immer gut, weil wenn jemand kommt, hat er hier hinten einen schönen Platz. Sieht hier vorne alles, kann mitgucken, kann mit erzählen. Du hörst ihn noch ganz gut. Das ist so... Auch hier vielleicht als kleiner Funfact, ne, der Raum ist 4 Meter auf 4,50 Meter. Hatten am Anfang so ein bisschen Gedanken, weil er ist 20 cm kleiner in der Tiefe als der alte. Und 20 cm, die eine sagen, macht viel aus, die andere nicht. 20 cm sind schon viel, aber wir haben dann mit dem Schreibtisch ein bisschen gespielt und so, da kommen wir auch gleich dazu und es passt, ne? Weil, wir haben es auch gesagt, ein Gaming-Raum darf auch nicht zu groß sein, du darfst dich da drinnen verlieren, er muss klein, perfekt und gemütlich sein. Weil die Sache ist, über eine Kamera sieht es immer viel größer aus, ja? So viele kommen hier rein und sagen, so klein, das sieht immer so groß aus. Ja. Das Problem ist, wenn der Raum jetzt größer wäre, dann sieht es auf der Kamera immer so verloren aus und das darf nicht passieren, Jungs, ja? Genau. Deswegen sind die Teasys doch Experten. Ja. Genau, Jungs, ansonsten, wie gesagt, dieses Wabenkonzept, vorgesetzte Wände, spielt sich hier komplett durch. Ja, wir können jede Wand wieder hinten einzeln hinterleuchten. Wir haben hier oben so einen Fries. Da könnten wir einmal noch die LEDs in diesem Fries anmachen. Die haben wir meistens nie an, weil wir nur den Sternenhimmel benutzen. Können wir aber anmachen. Wir haben hier Spots drin, die hinteren haben wir auch meistens nie an. Können wir... GU10, alles jetzt, also die da oben sind von Philips Hue, ne? Können wir steuern, Farbe, dies, das, Ananas. Genau. Dann haben wir hier hinten wieder unsere Raumkamera von Marshall sitzen und da seht ihr auch schon die Düsen für die Zu- und Abluft. Hier unten sitzt die Zuluft, oben sitzt die Abluft. Ne? Das seht ihr ja schon. Dann haben wir hier unser schönes Hellspinrad. Dunkel, aber ich hoffe, es kommt gut rüber. Genau, genau. Dann muss man sagen, hier hinten haben wir unsere Nebelmaschine, die haben wir diesmal immer nur so hingestellt, ja, nicht so unter die Decke oder sonst irgendwas. Hier stehen noch diese Abschussdinger fürs Toti, diese Raketen, da können wir noch so Konfetti hier rumfetzen mit dem Button, das wird auch wieder zum Toti aufgebaut. Ja, und ansonsten hier schöner Kleiderständer, da hang mal ein Robert Andrich, das wurde aber verschenkt, jetzt hängt da ein Girasi, ist auch schön. Auch schön und ist halt auch, finde ich auch, ich finde es ist so geil gelöst, dass die Waben auch so ein bisschen quasi auch über den, über oder in den Rahmen
reingehen, das so vertieft hinten drin sitzt, auch nochmal mit einem Geo-10-Spot beleuchtet wird und so edel an so einem Gleiterhaken hängt, sage ich euch ehrlich, haben wir auf der anderen Seite genauso nochmal. Ich finde, das sieht so edel aus, wirklich so, so edel, das ist unfassbar. Genau, dann haben wir hier oben eine Klimaanlage, ne? Auch ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, in dem Raum hier sind perfekte Temperaturen immer. Kriegst hier nicht wie in dem anderen immer Kopfschmerzen oder sonst irgendwie was, weil die Belüftung halt einfach stimmt. Und dann seht ihr hier hinten auch schon das Herzstück dieses Gaming Rooms, und zwar einmal dieses Fach, wo der PC und die zwei Playstations oben drin stehen, ja, und der PC, da geht auch Liebe raus an Eracer, das ist ein Enforcer X10, ja, ist das gute Teil hier, der hat einen i9 drin, Freunde, und eine 4090 RTX Grafikkarte, die kostet allein, glaube ich, 2000 Euro nur die Grafikkarte, also das ist wirklich, mehr geht gar nicht mehr, ja, muss man wirklich sagen, das Teil ist absolut High-End. Wir brauchen die Leistung aber auch allein für unser Streaming-Programm, für unsere ganzen animierten Overlays und Zeug, ja. Plus bei uns, wir sind zu zweit, wir brauchen manchmal zwei Playstations, heißt schon wieder zwei HDMI-Eingänge, wir brauchen zwei Mikrofone, wir brauchen alles doppelt. Da müssen die doppelte Menge an Monitore angesteuert werden. Also das verbraucht schon viel Rechenleistung, aber das kann der Kamerad hier. Und ohne den ging das hier alles gar nicht. Deswegen vielen, vielen Dank an Eracer. Nebendran stehen die KRK Rollkit R5 sind es, glaube ich, so Studioboxen. Wir hatten vorher welche von Amazon, die waren okay. Aber das hier schon nochmal, dieser Klang, wie klar und alles, das ist schon... ist ein Brett. Das ist ein Brett plus, was für uns auch wichtig ist. Wir hören ja hier drin relativ laut Musik, die dürft ihr daheim, wenn wir streamen, ja gar nicht hören, was wir hier drin hören, sondern Mikrofon, ne? Genau, ihr müsst ja die Musik ganz normal über diesen Audiokanal hören, sonst wummert es so. Du kannst bei denen perfekt den Bass runterstellen. Das kommt man halt bei normalen Boxen, kann man das nicht so machen. Die haben Equalizer drin, da kannst du alles anpassen. Wir haben sie, geiler wird es aussehen, wenn sie zu uns gerichtet werden. Wir haben die ein bisschen weggedreht, damit der Raum die Musik ein bisschen mehr schluckt und ihr das über die Mikrofone nicht ganz so doppelt hört. Ne? Genau, ansonsten zwei PlayStation 5, die auch nochmal mit GU 10-Spots genau angeleuchtet sind, Freunde. Ansonsten kommen wir dann da vorne zu unserem Setup. Ja? Da muss man auch schon mal sagen, wieder vielen, vielen Dank an die Firma Nabinger, die uns diesen heftigen Schreibtisch hier gemacht hat. Das ist ein Epoxidharz-Schreibtisch. Wir hatten den im Internet gesehen und der hat irgendwie 7000 Euro gekostet. Und wir dachten uns, wow, ne, das ist ein Wort. Und dann kam die Firma Nabinger und meinte, ja, wir können doch Epoxidharz-Schreibtische machen. Ja? Mit der Firma zusammen, ne, darf man auch nicht vergessen, Schreinerei Weber. Ja. Die uns dann quasi hier die Teile zugesägt haben, abgefräst haben, die Firma Nabinger. Die haben, guckt euch das an, wie krank der Schreibtisch aussieht, ne? Haben das dann in eine Form gelegt und haben dann quasi den Tisch ausgegossen. Und dann muss er mehrfach, ne, so mit so ein bisschen Feuer, dass die Blasen rausgehen. Dann wird er wieder geschliffen, dann die Oberfläche. Und der ist halt auch richtig massiv, 5 cm dick. Das ist halt ein Schreibtisch. Man muss dazu noch sagen, eigentlich hätte der noch hochglanz poliert werden sollen. Wir haben uns dagegen entschieden, weil dann spiegelt sich wieder so viel da drin. Wenn der jetzt raussteht als Esstisch oder sonst irgendwas, dann lass den hätten wir den hochglanz gemacht. Aber hier drin darf sich nicht viel spiegeln, weil ihr kennt es noch aus dem alten Studio, dieses Hochglanzweiß, das war fehl am Platz. Ja. Plus, man muss auch noch sagen, hier, der Mann unseres Vertrauens hier hat uns auch noch die Wabenfüße gemacht. Das sieht auch krank. Ne? Das sieht auch geil aus. Das sind so diese Details dann am Ende des Tages. Ne, plus, was man auch sagen muss, Kabelmanagement, da hat die Firma Nabinger auch mitgedacht. Ihr seht, da hinten sind so kleine Klappen, ja, und da kommen die Kabel dann raus. Ganz verstecken kann man sie nie, aber da muss ich sagen, ist einfach clean. Ist einfach clean gelöst. Wir haben auch, wie gesagt, jetzt in letzter Zeit so viel Kabel schon nochmal durchziehen müssen, wo man nochmal nachträglich braucht. Da liegt ein Kanal hinter der Wand. Es ist gar kein Problem, da ein Kabel durchzuziehen in den Technikraum. Zugdraht gib ihm. Ja, das ist wirklich sehr, sehr krass, Freunde, ja. Ansonsten muss man sagen, Monitore wieder von Medion, ne? Hier unten 27 Zoll Curved, hier oben drüber 32 Zoll Curved, finde ich, macht auch was Geiles aus, das ist ein 43 Zoll Monitor, muss ich sagen, sieht auch echt, echt gut aus, ja. Wir haben dann hier die PC-Monitore von PC Nummer 1, ich habe mir hier unten dann noch meinen Streaming-PC angemacht, das seht ihr dann zum Beispiel hier auch, ne? Da unten, da kommen dann die Kameras rein, da könnt ihr dann hier... Ne, zum Beispiel jetzt hier die Esszimmerkamera seht ihr dann hier drauf und der PC leitet dann das Ganze wieder an unseren Haupt-PC später hier oben weiter. Ne? Hat Zimmo eine gute Idee gehabt, muss man sagen. Das ist richtig, richtig. Genau, Freunde. Ansonsten, dann haben wir hier wieder unsere Eraser-Tastaturen, ne, und die Maus und das Mauspad. Ich habe hier hinten dann nochmal eine Tastatur stehen für den zweiten PC. Braucht man eigentlich nicht, wenn was ist, komme ich da aber dran. Ja, dann haben wir hier, die haben wir echt schon ewig, unsere Rode NT1-Mikrofone. Die sind gut. Ne? Das sind immer noch gefühlt die ersten, ne? Die ersten Mikrofone, aber die machen ihren Job.
an einem Elgato-Arm, ne, Flex-Arm, der ist auch sehr hochwertig. Wir können uns die Sachen überall hinfahren, wie okay. wir es so brauchen. Auch nochmal Liebe raus an Elgato, ne? Stream Deck, die Keylights am Start. Genau, Freunde, weil Stream Deck, ihr wisst, darüber, ohne das wären wir wirklich aufgeschmissen, ja. Du kannst hier oben deine Lampen anmachen, ja, die Keylights kannst du hier ein bisschen, zack, wenn du mal helles Licht brauchst, dann wirst du kurz weggeflecht. Stell die mal wieder hier hin. Kannst du alles hier drüber steuern? Wir steuern unser komplettes OBS darüber. Für den zweiten PC haben wir hier auch noch ein Stream Deck, wo man da auch noch umschalten kann. Dann haben wir hier vorne ein Focusrite Interface für die Boxen, weil diese Studio-Boxen, da gibt es nicht, wie ihr das so kennt, einfach einen Eingang und gib ihm einen Regler. Du brauchst dann da wieder ein Audio-Interface, was Boxen ansteuern kann. Das macht das gute Ding. Dann haben wir hier dieses Marshall PTZ-Kamera-Steuerungssystem. Das seht ihr hier. Wir können ja mal ganz aus Spaß mal kurz auf die Küche gehen. Dann seht ihr das hier unten. Ich glaube, das müsste die da sein. Ne, ist sie nicht. Dann ist es das hier. Genau, jetzt kann ich hier, ne... Ich kann Kinder mal, ja auch des genau, Teams, ne, die sind absolut krank. An die, Eismaschine mal ein bisschen ranzoomen, Freunde. Das ist schon geisteskrank. Ja. Genau, Jungs. Und dafür ist dann dieses Steuerpult hier da. Da könnt ihr zwischen den Kameras rumschalten. Und genau, könnt jeden Winkel aus unserem Studio abfahren. Ist auch echt cool. Und ja, das ist eigentlich so das grobe Ding, ne, was wir hier drin haben. Hier sitzen wir dann und streamen und machen unsere Videos. Und da muss man wirklich sagen, genau, Kamera ist eine Sony Alpha Mark III mit einem G-Master Objektiv. Ist haben auch, jetzt auch schon sau lang, ne? Genau, ist auch sehr, sehr geil. Was da halt cool ist, durch dieses Objektiv und eine 2,8er Blende und der Kamera mit ihrem Full-Sensor brauchst du hier drin keine Lichter oder sonst irgendwie was. Weil ihr seht ja, es ist schon teilweise dunkel, das war uns aber auch bewusst, ne, dass es eben schon dunkel wird. Durch die Kombis, graue Wände, schwarze Decke, schwarzer Boden, Klimaanlage auch noch in der Farbe von der Wand gestrichen. Ich sage euch ehrlich, es sind viele kleine Details. Und umso mehr stolz ist man eigentlich tatsächlich, dass wir das alles geplant haben. Ja. Übertrieben gute Leute, Handwerker hatten mit der Firma Navinger, die das hier wirklich umgesetzt haben. Jungs, die hatten keinen Plan von uns, die haben einfach ein ausgedrucktes Photoshop-Bild bekommen und haben das dann alles hier, guck mal, so eingemessen. Das musste ja alles passen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, an wie viele Sachen man da denken muss. Die Kabel allein so, und die haben das wirklich auch mit dem Kabelkanal. Du kamst einen Tag später hin, ja, wir haben euch da einen Kabelkanal reingemacht, weil da mussten wir auch Kabel durchziehen. Die haben an so viel gedacht, wirklich ohne so eine Firma, sage ich euch. Das ist unmöglich. Unmöglich. Das ist unmöglich. Und es ist, und auch hier nochmal viel, viel Liebe wirklich an jeden Einzelnen da draußen, dass wir diesen Traum leben dürfen. Ihr wisst, wir haben ein paar Mal im Sommerloch angeteasert, neues Büro. Dann haben uns ein paar von euch weggehatet, von wegen, ja, Winter und dann doch nicht. Es hat die perfekte Location gefehlt. Das hier ist perfekt. Wir haben eine Dachterrasse, wir haben eine fette Küche draußen. Wir haben jetzt mit König Neurath ein übertrieben geiles Esszimmer. Wir haben ein geiles Abrechnungsräumchen. Wir haben eine fette Dachterrasse und einen High-End-Gaming-Raum, Jungs. Muss man wirklich sagen. Und da muss man sagen, haben auch hier drin, würde ich fast sagen, mir wäre jetzt kein Fehler bewusst, den wir gemacht haben. In jedem Studio, in dem alten Studio, haben wir damals gesagt, okay, Fehler war Hochglanzwände, ne? Das und das. Ich glaube, hier haben wir mittlerweile echt, ich wüsste nicht, was es hier gibt, was wir falsch gemacht haben. Wüsste auch nicht. Es gibt nichts, hier passt einfach wirklich alles. Ah doch, die Zuluft, dass sie nicht direkt über unsere Füße rein bläst, sondern vielleicht irgendwie weiter hinten, aber vielleicht gibt es auch so einen Aufsatz, wo die Luft so ein bisschen verteilt. Vielleicht gibt es bestimmt, wo es rechts und links macht, das müssen wir mal fragen. Aber ansonsten würde ich euch sagen, wir haben an Steckdosen in jeder Ecke gedacht, wir haben an Kabel in jeder Ecke gedacht. Hey, wir haben so viel Bier hier vernichtet in diesem Raum, ne? Wo auch noch Gerrit, Dennis am Start waren, die Eltern, was unsere Eltern geholfen haben, das ist unfassbar, guckt euch das an. Es ist ein Traum. Alle Wände vorgesetzt. Ja, es ist wirklich ein Traum, Freunde. Hier drin fühlen wir uns wohl. Wie gesagt, so ein Raum, der wächst generell. Ja. Ihr kennt es von daheim. Da wird man das noch verändert, das noch gemacht. Alles auf einmal packt man nicht, weil wir haben ja noch nebenbei unser ganzes Zeug, was weiterlaufen muss. Aber ich sag, der Stand, wie er jetzt so ist, ist krank. Ist krank. Und er kann nur noch geiler werden jetzt, über die Zeit. Und da geht auch nochmal lieber an alle Mods raus, die uns auch geholfen haben beim Entrümpeln, bei... die von was weiß ich wie weit hergefahren sind und gesagt, Mann, ich helfe euch beim Aufbauen, beim Schleppen, beim Tragen, beim Machen. Da geht auch Liebe raus. Und weil sich bestimmt auch viel fragen, was hat das denn eigentlich alles gekostet? Ich sage euch ganz ehrlich, genau was alles gekostet hat, können wir gar nicht, glaube ich, so genau sagen. Ja? Man muss ja auch sagen, wir haben ja auch viel selbst gemacht. Ne? Wenn man die Eigenleistung da teilweise wahrscheinlich irgendwie mit reinrechnen würde, sage ich, wären wir weit über 100.000. Ne? Wie Simon schon gesagt hat, wenn man überlegt, was so ein Tisch normal kostet. Wir hatten super Handwerker. Ja, muss man wirklich sagen, weil allein, wenn man jetzt hier ist, PC da hinten, 5.000 Euro. Ne? Dann alle LEDs, allein ja nur die LEDs für den Sternenhimmel hier, 1.000 Euro. Alle anderen LEDs so grob überschlagen, 5.000 Euro. Ja? So,
Dann der Schreibtisch, ja, die ganzen Möbel, die ganzen Kabel allein. Allein, was sich da läppert, Freunde, ihr glaubt es gar nicht. Du denkst dir ja, hier ein Kabel für 10 Euro, hier 30 Euro, da. Dann brauchen wir teilweise Glasfaserkabel, lange HDMI-Glasfaserkabel, weil du das mit einem normalen HDMI-Kabel gar nicht machen kannst, 160 Euro, ja. Allein nur an Kabel und Zeug, was hier an Geld draufgegangen ist. Ja, wenn man überlegt, wahrscheinlich auch Küche und dann das ganze Büromöbel von König Neurath zusammen. Sind wir wahrscheinlich auch irgendwo 25.000, ja, alles zusammengerechnet. Genau, dann allein nur die ganze technische Ausstattung, die geht hier mindestens, allein so eine Kamera hier oben, die ihr gerade gesehen habt, mit so einer Zoom-Steuerung, 2.000 Euro eine Kamera. Ja? Und davon haben wir eins, Prosky, der Hermann hat uns eine geschenkt, ja. Eins, zwei, drei Stück. Ja? Dann die kleinen Raumkameras, zwei Stück, kostet eine 400 Euro. Die ganze Steuerung, also... Klima haben wir 10.000 gelassen, ne? Ja. Für Kompressor, zwei Splitgeräte, Material, was man gebraucht hat. Und es wäre wahrscheinlich noch teurer, wenn wir es auch nicht selbst mit dem Kumpel gemacht hätten. Genau, ne? Ja. Das ist jetzt halt nur die Materialkosten, dann noch die ganze Handwerkerkosten, die wir hier hatten, streichen, den ganzen Kasten aufbauen. Basotec ist teuer, die Waben waren teuer. Für die Waben haben wir, glaube ich, auch irgendwie, glaube ich, über 1.000 bezahlt. Ja, ja, für die, ja, ganzen Waben. Ja, ja. Teppich, der hier reinkam, mit Verlegen, allem drum und dran, glaube ich, waren auch so 700, 800 Euro. Ne? Ich glaube, wir haben hier locker 50.000 Euro versenkt. Also das ist versenkt, aber ja, würde ich jetzt mal so... Nicht mehr. Also ich sag ohne, ja, unser Ding sind wir, glaube ich, bei so 70, 80. Ja. Würde ich schon sagen. Ja. Wenn man mal alles wirklich so konkret noch wirklich durchgeht. Also wie gesagt, auch ohne Partner, wie zum Beispiel so ein PC, ne? Klar, ja, da hat uns Medion unterstützt, auch König Neurath, die uns da... Rabatte und dies, das alles erlassen haben, ne, so. Also da ohne Partner wäre das noch teurer. Also ich sag euch ganz ehrlich, wenn ihr das ohne Partner, ohne Eigenleistung, ohne Firmen, wo ihr sonst irgendwas kennt, da liegt ihr weit über 100.000 Euro, ne? Ja, sag ich auch. Definitiv. Ich auch. Aber wie gesagt, überleg mal allein den Stundenlohn, den wir jetzt hätten, wenn wir jetzt, ne, ja, Elektriker wären, wie viele Stunden wir hier verbracht haben und Kabel verzogen haben. Ja. Ne? Und dann wird da irgendwelche Löcher irgendwo aufgemacht, wieder zugemacht und, ja, pff, also ich sage auch, überleg mal, allein die Geo-10s, 2 Geo-10s, 75 Euro? Ja. Wie viel sind hier drin? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20. Ja, wahrscheinlich sogar, lang sogar 5.000 Euro für Lichtergarnert, Flankgarnert. Allein die Geo-10s, plus die da, also allein Geo-10s hier drin sind schon 800 Euro, sage, ja, ich. Ja, also ihr seht, Freunde, das hat wirklich, also, pff, ja, das hat eine Stange Geld auf jeden Fall gekostet mit eigener Arbeit. Deswegen sind wir froh, dass wir handwerklich was gelernt haben, kann man da auf jeden Fall entgegenwirken. Ja. Aber manche Dinge gibt es natürlich, da müssen dann auch professionelle Firmen dran. Ja, so Käste bauen wie die Firma Nabinger, also. Genau. Hätte ich den gebaut, Digga, das wäre kein Kasten. Aber da muss man sagen, auch danke an unsere ganzen Partner, ja, ob Level Up Elgato, König Neurath, Eraser, was habe ich noch vergessen, ohne die wäre sowas nie möglich gewesen. Nee. Ja, muss man wirklich sagen. Und ja. Und dann würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Wo hockst du denn, Zimbo? Hier hocke ich. Wir sind raus. Wir sind raus. Lasst ein Däumchen nach oben da. Schreibt gerne rein, was ihr vielleicht noch detaillierter sehen wollt. Kann ja auch sein, dass es noch was gibt, wo ihr sagt, ey, das würde ich gerne vielleicht noch mal ein bisschen genauer sehen. Können wir nochmal ein extra Video da machen. Genau. Ne? Ansonsten würde ich sagen, sind wir raus. Haut's da rein. Danke fürs Zuschauen. Bisschen Liebe da lassen. Ciao. Und ciao, ciao.